Wenn wir das jetzt so in den Sand gesetzt haben, wird das Schlusslied bestimmt ganz schön. War das super. Gut. Komm, du Haus, das uns beschützt, pflanz einen Baum, der Schatten wirft, und beschreibe den Himmel, der uns will. Beschreibe den Himmel, der uns blüht. Lad viele Tiere einen Zaun und hüpfe sie bei unserem Baum. Lass sie da drunter spielen, wo keiner sie im Kreis sperrt. Lass sie da oben spielen, wo der Himmel blüht. Komm, bau ein Haus, das uns beschützt. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Da viele Kinder einen Zaun, versammle sie bei unserem Baum. Lass sie doch fröhlich tanzen, wo keiner ihre Kreise stört. Lass sie dort lange tanzen. Pflanz einen Baum, der Schatten wirft, und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Lad viele Eiche einen Zaun, bewirte sie bei unserem Baum. Lass sie doch frei erzählen von Kreisen, die ihr Leben sucht. Pflanz einen Baum, der Schatten wirft, und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Komm, wohn mit mir in diesem Haus, begieß mit dir unseren Baum. Dann wird die Freude wachsen, weil unser Liebeskreis zieht. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Ich hoffe, ich habe noch ein wenig Akku. Ja, 13%. Das reicht, um den Dr. Achim Seib Bescheid zu geben, dass das Nachspiel kommt. Und da ich immer irgendetwas vergesse, vielleicht noch eine kurze Bitte. Es wäre toll, wenn Sie helfen könnten, die Stühle mit reinzunehmen. Das passiert da einmal so ums Gebäude rum und dann ist da so eine große Glastür. Da nimmt Ihnen die Stühle und die Hocker unser Kirchenvorstand dann entgegen. Und bitte beim Tragen achten Sie auf Abstand. Das wäre prima.
jetzt eigentlich fertig, aber da sie jetzt arbeiten soll, machen wir ihnen noch ein bisschen Musik. Ja, auf den wir gut machen. Bist du Martin? 116. So, jetzt kennen sie es alle. Dann könnt ihr wieder mitklatschen. Das ist cool.